Unser Darm ist nicht nur ein Teil unserer Verdauung, sondern hat auch einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und wenn das Mikrobiom, also die Mikroorganismen und Bakterien im Darm aus dem Gleichgewicht gekommen sind, können wir ihm mit einer Darmsanierung beim Gesundwerden helfen. Und heute zeige ich dir einen möglichen Weg mit der Homöopathie und dann noch einen ganz besonderen Kniff. Hier geht es nicht darum, mit der Homöopathie die optimalen Bakterien an Ort und Stelle zu bringen. Dafür nimmst du am besten Probiotika ein. Auch hier haben wir für dich in der Nelkenapotheke unterschiedliche Möglichkeiten. Es geht auch nicht um die Präbiotika, sprich das Futter für die Bakterien. Wir wollen mit der Einnahme von Kügelchen das optimale Milieu schaffen, dass sich wieder die richtigen Keime im Darm ansiedeln und vermehren. Kannst du beides gleichzeitig machen? Ja klar. Jetzt aber los, denn wir setzen jetzt den Fokus auf zwei homöopathische Einzelmittel. Eins kennst du vielleicht schon, Okubaka. Okubaka ist das Ausleitungs- und Entgiftungsmittel und das Mittel zur Darmsanierung der Homöopathie. Gerade nach der Einnahme von Antibiotika kommt die gesunde Darmflora leicht mal durcheinander. Wie gut, dass wir Antibiotika haben, aber leider können sie nicht zwischen den krankmachenden Bakterien und den guten Keimen des Darms unterscheiden. Und gerade durch eine Antibiotikatherapie kommt das schnell mal abwechselnd dann auch zu Durchfall und Verstopfung. Das ist einfach ein Zeichen, dass in der Besiedlung des Darmes etwas nicht stimmt. Okubaka wird gerne als Einzelmittel in der Potenz D3 eingenommen. Zur Darmsanierung macht man dann einfach eine Kur über längere Zeit damit. Erwachsene und Schulkinder nehmen dann dreimal täglich 5 Globuli über 3 Wochen. Und dann kommt eine Einnahmepause von einer Woche und danach geht es wieder los mit der dreiwöchigen Einnahme. Das kannst du dann mehrmals hintereinander wiederholen, denn eine Darmsanierung braucht echt Zeit und das sind manchmal auch wirklich Monate. Willst du mehr über Okubaka wissen, dann schau dir doch einfach dieses Video an. Da erkläre ich dir dieses wichtige Mittel noch viel, viel genauer. Du nimmst schon eine ganze Zeit Okubaka ein und ja, es wird besser, aber es ist auch noch nicht richtig gut. Dann kommt jetzt der besondere Kniff. Ichthyolum D12. Oft nutzen Pilze ihre Chance und machen sich auf der Darmschleimhaut breit. Und je mehr dort wachsen, umso schwerer haben es die gesunden Darmbakterien, sich dort zu vermehren. Beschwerden wie Blähungen, Völlegefühl, ein pappiger Geschmack im trockenen Mund sind typisch dafür, dass Ichthyolum jetzt gut passt. Oft ist auch die Zunge mit einer weiß-gräulichen Schicht belegt. Zucker und Weißmehl machen es schlimmer. Trinkst du Wasser, geht es dir besser. Ichthyolum D12 nimmst du am besten als Kur gemeinsam mit Okubaka D3. Es gibt nur einen Unterschied. Die Einnahme machst du dann bei der D12 am besten zweimal täglich. Hast du es auch gerne einfach und leicht? Dann entscheide dich für unseren Nelkenkomplex DS. Da ist gleich schon beides drin. Okubaka und Ichthyolum, beides in der D12. Ich mag's gerne einfach und dafür sorgen auch unsere Nelkenkomplexe. Mit handwerklichem Sachverstand und ganzem Herzen stellen wir sie in der Nelkenapotheke selbst her. Den Nelkenkomplex DS nimmst du am besten genauso ein wie die homöopathischen Kuren sonst auch. Du nimmst also zweimal am Tag 5 Globuli unter die reizfreie Zunge ein. Das machst du 3 Wochen lang und machst dann eine Woche Pause. Danach geht es wieder los mit der dreiwöchigen Einnahme. Diesen Rhythmus wiederholst du so lange, bis die Beschwerden weg sind. Klar, solltest du dir auf jeden Fall ärztlichen Rat holen, wenn die Beschwerden länger andauern. Wir wollen ja schließlich nichts übersehen. Und das gilt immer. Die homöopathischen Mittel kannst du immer mit der Schulmedizin kombinieren und meine Empfehlungen ersetzen nicht den Arztbesuch. Hast du Freude daran, mehr über die vielen Einsatzmöglichkeiten der Homöopathie zu erfahren? Super! Und ich freue mich total darüber, wenn du jetzt unseren Kanal Homöopathische Apotheke abonnierst.